Hallo und grüß euch. Heute bin ich mal alleine unterwegs. Heute bin ich am Dornberg in St. Ulrich bei Steyr. Das ist mein Heimatort. Und da begleite ich heute. Und ich hoffe, es gefällt euch, was ich heute fühle. Leider ist mein Mann in der Arbeit. Und das ist das Gasthaus zum Schäuber. Da kann man gut einkehren, außer Montag ist Ruhetag. I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. Liegen Rotwühlhirsche und Rehe. Das gehört ein Jäger und den Jäger kenne ich zufällig. Wasser geflossen, auch ausgetrocknet, trotz dass es so viel geregnet hat. Da haben sie jetzt aber die ganzen Helden alles ausgeholzt. Da muss ja der Blitz eingeschlagen sein, wie der da steht. So Leute. Jetzt brechen wir wieder auf, jetzt ist die Sonne weg und ich zeige euch, wo wahrscheinlich drauf geht zum Schwarzberg. Und das da hinten, wenn man die Straßen ein wenig sieht, da eventuell, da hinten geht es auf wahrscheinlich zum Schwarzberg. Da war ich noch nie oben, aber ich vermute mal, und super Mountainbike-Strecken. Da sind so viele Leute jetzt mit Mountainbike, mit E-Bike, normalen Mountainbike ständig gefahren. Und zu wandern ist es ein Wahnsinn. Kann euch nur empfehlen, dass ihr das da auch hergeht und das einmal macht. Love is more than a feeling. It's where I find meaning. Staring right back at me. Oh, oh, ooh, oh, oh, oh. Das ist die Warte. Das Sternzeichen, Stern vom Steierland oder vom Steierstadt, von St. Ulrich. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist ungefähr ca. 30 Meter hoch, glaube ich. Ja. Aber ich gehe da nicht rauf. Ich war oft genug geschoben und ich habe es mit der Höhe eher wenig zum Tun. Aber da oben sieht man alles. Oh,
das Bangerl, das ist ganz neu. Das kenne ich noch gar nicht. Ja, schaut voll lässig aus. So hat das wie das Holz gearbeitet. Love is always working through till we get in tune and we dance it free. Oh, it's so fun, you see. Jetzt sind wir auf der bei der Kapelle herunten, wo es einmal im Jahr die Erstkommunion gibt und die Laurezi-Kapelle einmal im Jahr ist. Das ist die Kapelle. Vielleicht sehen wir ein bisschen was eh nicht, wie die vielleicht drinnen ausschaut. Oh. Jetzt der Ausblick von Niederösterreich weg bis nach Steyr. Und ich zeige euch jetzt die Kapelle, wie die jetzt von unten ausschaut, wie es beleuchtet ist. Die Kapelle aus, wie das beleuchtet ist. So Leute, jetzt sind wir wieder herunten auf dem Parkplatz, wo mein Auto steht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, was ich gemacht habe. Erst einmal ohne meinen Mann, aber ich habe es mit gutem Gewissen, ich hoffe mit gutem Gewissen, dass ich ihn vertreten habe. Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Karin. Zum zuletzt hochgeladenen Video geht's unten links. Und zum automatisch für dich ausgewählten Video oben links. Danke und Servus.